Servus und hallo, hier ist wieder Agentin Evelyn, heute mit einem ganz entzückenden Kinderbuch. Die Salamiräuber von Milena Spiegelberg, erschienen im Spiegelberg Verlag. Eine bunte Geschichte über großen Hunger, dicke Bäuche und falsche Freunde. Für groß und klein ein tierischer Spaß, schreibt sie. Ob das Buch wirklich hält, was sie verspricht, werfen wir doch einen kurzen Blick hinein. Es war einmal ein kleines Dorf im Norden Italiens. Alfonso, der Metzger, lebte schon viele Jahre dort. Er machte die beste Salami weit und breit. Manchmal zog der Duft seiner Salami bis hoch in den Wald. Eines Nachts schlich sich der Fuchs aus seinem Bau zum Wolf. Noch ganz verschlafen öffnete der Wolf ihm die Tür. Du, Wolf, der Metzger hat frische Salami in seinem Keller. Lass uns doch bei Vollmond in seinen Keller schleichen und uns so richtig satt essen. Der verfressene Wolf konnte da kaum widerstehen und die beiden schmiedeten einen Plan. Tja, welcher Plan das ist und was die beiden aushecken, das erfahrt ihr, wenn ihr dieses ganz entzückende, spannende Kinderbuch kauft. Und wie sie schreibt, auch Kinder, also nicht nur Kinder, auch ich, bin schon ganz neugierig darauf, wie die Geschichte weitergeht. Und neben einer spannenden Geschichte sind auch ganz entzückende Bilder drin zu sehen. Vielleicht können wir die ein bisschen zeigen hier mit der Kamera drauf. Ein wunderschönes Landschaftsbild mit den Tieren im Hintergrund. Und hier der Wolf, wie er gerade mit dem Fuchs redet. Oben die schlafenden Eichhörnchen. Also wirklich ein ganz liebevoll gestaltetes Buch. Und ich freue mich schon darauf, herauszufinden, wie das Buch weitergeht.